Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Monat April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich begleite euch durch eure Konstellationen. Liebesplanet Venus steht den größten Teil des Monats über in eurem Zeichen. Das heißt, euer Charme und eure Flirtbereitschaft sind besonders hoch und ihr könnt schöne Liebeserlebnisse haben und andere fast mühelos um den Finger wickeln. Doch es besteht auch die Gefahr, dass dabei Gefühle verletzt werden, eure eigenen oder die eures Flirtpartners oder auch des festen Partners. Deshalb überstürzt nichts und lasst es bei Liebesbegegnungen ruhig angehen. Bevor ich da näher drauf eingehe, noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder etwas Schönes zu gewinnen gibt bei mir. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Schauen wir jetzt in euren Erlebnishintergrund, die Planeten, die längere Zeit noch auf euch einwirken. Zunächst mal habt ihr diesen Monat noch den Mondknoten hier in der ersten Dekade im siebten Haus, bevor er dann im nächsten Monat endgültig in den Löwen geht. Und das spüren besonders die Geburtstagskinder vom 20. bis 23. Februar. Dann haben wir ja das Quadrat Lilith, auch in der ersten Dekade. Lilith, habe ich ja schon erzählt, kann also eine kratzbürstige Chefin oder auch Probleme durch weibliche Vorgesetzte oder Kollegen anzeigen im Horoskop, weil es hier für euch im 10. Haus steht. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Frauen es böse mit euch meinen. Es können auch Umstände sein, die sich dadurch ergeben. Es kann auch eine Konkurrentin anzeigen, ne? Weil es ja ein Quadrat zu euch bildet. Also haltet da mal die Augen offen und achtet eben auch drauf, wenn ihr euch neu verliebt, ob da nicht doch noch eine andere Frau im Spiel ist, ne? Und das spüren besonders die Geburtstagskinder vom 22. Februar bis 1. März. Ebenfalls noch, nee, schon in der zweiten Dekade ist der Neptun, der steht ja hier mitten in den Fischen für euch im ersten Haus. Und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ist eine super schöne Energie, einfach weil es euer Herrscherplanet ist und er euch auflädt mit einer Energie von Verspieltheit, von Fantasie, von Flirtbereitschaft, euch eine tolle Ausstrahlung verleiht. Also es ist schon auch eine schöne Konstellation, aber eben auch nicht ganz einfach, denn wenn man den Neptun genau auf der Sonne stehen hat, kann das auch schwächend wirken. Also man braucht dann mehr Schlaf, man ist besonders sensibel, man hat besonders intensive Träume, eben auch eine sehr große Fantasie. Viele von euch haben vielleicht ja auch schon gehört, weil ihr auch Fische seid, von dieser neuen Diagnose, Hochsensibilität. Und das sind eben Menschen, deren Sinne wesentlich empfindsamer auf Eindrücke reagieren. Und das kann eben bei euch mit dieser Konstellation auch ausgelöst werden. Deswegen, Geburtstagskinder vom 1. bis 6. März, gebt gut auf euch acht und umgebt euch am besten auch mit Leuten, denen ihr vertrauen könnt und schaut eben, dass ihr auch genug Schlaf bekommt, dass ihr euch auch genug ausruht. Genau. So, dann haben wir das Sextil zu Pluto. Das ist gut für die Fische. Der Pluto steht ja hier im Steinbock für euch im 11. Haus. Für viele Fische gut, weil sie gelernt haben, Nein zu sagen, weil sie ein bisschen mehr Ecken und Kanten entwickelt haben, weil das eben ein Aspekt ist, der für euch günstig ist. Ja? Und insofern kann das viele Fischegeborene stärken und der wirkt in diesem Monat besonders stark auf die Geburtstagskinder vom 8. bis 12. März ein. Ja, weiterhin mit dem Saturn-Quadrat zu kämpfen haben ja eben die Geburtstagskinder vom 16. bis 20. März. Saturn steht hier in eurem 10. Sonnenhaus und macht ein Quadrat zur Fischesonne. Und das ist für viele sehr anstrengend, bedeutet viele Anstrengungen im Job. Man hat nicht genug Zeit für sich persönlich, für sich privat. Andauernd kommen Anforderungen auf einen zu. Es können natürlich auch Familienangehörige sein oder wichtige Personen, die jetzt eure Hilfe brauchen. Da geht es auch um Abgrenzung, ne? Dass ihr eben auch mal schaut, wo ihr wirklich auch mal Nein sagt und wo da eure Grenzen sind. Und es kann auch Enttäuschungen anzeigen in der Liebe, besonders in diesem Monat, erkläre ich euch noch gleich. Also da müsst ihr ein bisschen drauf gefasst sein, dass es nicht ganz so einfach für euch wird. Und gleichzeitig haben wir ja dann auch den Chiron in den Fischen und der steht so, dass der mit dem Saturn praktisch genau im Quadrat steht. Das heißt, beides wirkt jetzt ein auf diejenigen, die vom 16. bis 20. März Geburtstag haben. Die haben aber gleichzeitig jetzt auch die rückläufige Venus den ganzen Monat über in diesen Graden stehen. Und die Venus wirkt doppelt oder zehnmal so stark wie sonst, weil sie stationär wird. Das heißt, sie wird wie am Himmel stehen,
fast den ganzen Monat über und das eben in diesen Graden. Das heißt, die Geburtstagskinder vom 16. bis 20. März haben eben sowohl Saturn als auch Chiron als auch Venus in besonders erhöhter Position. Und das ist es, was ich meinte, als ich gesagt habe, sehr schöne Liebeserlebnisse sind möglich, aber es kann eben auch sein, dass es zu Verletzungen kommt. Chiron wäre hier die Verletzung der Gefühle. Und auch ihr anderen Fischegeborenen solltet euch das aufmerksam anhören, weil natürlich auch andere Planeten in eurem Horoskop in den Fischen stehen können. Vielleicht habt ihr ja auch die Venus in den Fischen in dem Grad stehen und die würde dann diese Aspekte bekommen. Hier wäre natürlich auch immer mal vielleicht angeraten, mal eine Beratung bei mir zu buchen, damit ihr euer Horoskop gut kennenlernt und dadurch dann eben auch wisst, wie die Planeten, die ich euch hier zeige, dann auf eure speziellen Konstellationen einwirken. So, jetzt gehen wir den Monat durch, ne, mit den wichtigsten Konstellationen, wie die sich auf euch auswirken und auch mit dem Neumond. Und wir fangen an mit dem Neumond, der war am 28. März, gibt das Thema vor und für euch geht es um Selbstwert und Geld. Ja, denn der Neumond steht hier für euch im zweiten Haus zusammen mit der rückläufigen Venus. Ganz wichtige Botschaft, dass ihr eben mal darüber nachdenkt, was ihr euch wert seid und eben auch, was ihr für Mittel habt und ob ihr unabhängig sein wollt oder ob ihr das mit dem Partner zusammenstemmen wollt. Denn es sind diesen Monat ja Themen, die ausgelöst sind, wie ich ja in der kosmischen Schwingung schon gesagt habe. Und das trifft auf euch ganz besonders zu. Deswegen Neumond mal über eure Geld- und Wertethemen meditieren. Ja, und der Monat startet ja dann auch mit Sonne und Venus für euch im zweiten Haus. Der Merkur ist dann schon ins dritte gewandert. Der steht im Stier, steht gut für euch dann, also für Gespräche auf jeden Fall. Und auch der Mars steht gut für euch. Der steht nämlich für euch im dritten Haus. Im Stier, also noch bis zum 20., dann geht er in den Zwilling, aber bis dahin habt ihr einen guten Mars stehen. Das heißt, ihr könnt auch mal ein Machtwort sprechen und man hört euch zu, ihr wirkt sehr überzeugend. Und besonders Anfang des Monats haben wir nämlich den Mars noch in einem Trigon zum Pluto stehen, hier. Und der steht ja für euch im 11. Haus und das könnte sein, dass das bedeutet einflussreiche Freunde und hier eben Gespräche. Und da ist dann die Gefahr auch bei euch gegeben, die ich schon erwähnt habe, dass vielleicht ein Freund hier mit Mars sich mit ziemlicher Power einmischt in eure Beziehungen. Hier haben wir den festen Partner, da steht dann die Spannung und da müsst ihr vielleicht auch wirklich definieren, von wem ihr euch was sagen lasst. Ja, manchmal ist es sehr wichtig zu sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich stehe zu meinem Partner und ich kläre das lieber mit dem selber, dass ihr da nicht verunsichert sein könnt. Solltet ihr da keine Gefahr sehen oder auch ungebunden sein, dann könnt ihr natürlich dieses Trigon sehr gut nutzen, um eben gute Gespräche mit einflussreichen Freunden zu führen, die euch vielleicht unterstützen können. Und das, denn das ist ja ein positiver Aspekt hier und der gibt Power. Ja? Und das bleibt bis zum 6. April. Genau. Und dieses Sextil Mars im dritten Haus, das bleibt in der zweiten Dekade bis zum 8. April und dann in der dritten Dekade bis zum 22. April. Genau, so, jetzt machen wir hier weiter. Am 3. haben wir schon gleich einen Top-Tag für euch. Mond im 5. Haus, das wäre ein Thema zum Beispiel gefühlvoller Sex. Also nehmt euch da mal Zeit für euren Liebsten, wenn ihr einen habt oder eine habt. Und das ist überhaupt eine schöne Romantikkonstellation. Genau. Und am 3. geht ja dann auch die Venus hier wieder zurück in euer erstes Haus. Also ist dann auch in den Fischen, also in eurem Zeichen. Und dann habe ich noch einen Top-Tag oder zwei Top-Tage für euch rausgesucht, nämlich am 7. und 8. Das ist wirklich interessant für euch, denn der Mond löst dann hier den Mondknoten bei euch im Partnerhaus aus. Also wirklich nochmal eine ganz starke Begegnungskonstellation, vielleicht sogar eben mit einem Seelenpartner oder eine Seelenbegegnung, kann auch mit jemand anders sein, der für euch wichtig ist, für euren Seelenweg. Und das wäre Freitag der 7. und Samstag der 8. Also genießt das bitte, aber seid eben auch vorsichtig, denn da beginnt hier schon langsam diese Quadratspannung, dass es dann auch keine Enttäuschungen gibt. Oder rechnet einfach damit, dass die Sache ein bisschen länger braucht, um sich zu entwickeln. Ja, vom 7. bis 14.04. ist ja dann diese kritische Phase, wenn die Sonne hier dieses Dreieck aktiviert, sieht man ja hier auch deutlich. Und bei euch trifft das eben ganz besonders zu, deswegen schaut doch nochmal in die kosmische Schwingung rein.
Denn diese Themen fallen bei euch genau in die Häuser hier: Geld, Freunde und fester Partner. Ne? Oder eben feste Beziehung, bestehende Beziehung. Das heißt also, entweder ihr habt Auseinandersetzungen mit eurem Schatz um Geldthemen, weil es ja diesen Monat auch um euren Selbstwert und eure eigenen Mittel geht. Oder eben hier mischt sich jemand ein in eure Beziehung und vielleicht geht es auch um Geld. Also es kann ja auch sein, dass ihr zum Beispiel einem Freund Geld geliehen habt und der Partner ärgert sich drüber. Das sind alles diese Themen, die für euch besonders ausgelöst sind und wo ihr eben darauf achten müsst, dass ihr eine möglichst sachliche Diskussion darum führt. Das ist nicht so einfach für die Fische, weil die auch sich dann gerne schnell in der Opferrolle sehen. Aber das wird nicht viel bringen. Es ist wichtig, dass ihr, wenn es darüber zu Gesprächen kommt, schaut, okay, was ist eure Position, aber eben euch auch in den anderen hineinversetzt und nach Kompromissen sucht. Genau. So, in dieser kritischen Phase, wie gesagt, beginnt dieses Quadrat hier zwischen der Venus und Chiron bei euch im ersten Haus und Saturn. Das kann nun auch zum Beispiel heißen, dass Querelen in der Firma mit eurem Boss oder Vorgesetzten die Beziehung belasten. Vielleicht bekommt ihr auch eine Nachricht, die nicht so schön ist. Venus ist ja auch der Geldplanet, ne? Dass es vielleicht eine Kürzung gibt oder etwas, einfach etwas, was eure Arbeit oder Karriere anbetrifft, was dann eben auch hier euch selbst und eure Beziehung belasten könnte. Dann wäre es natürlich top, wenn man sich dann eben auch Rückendeckung vom Partner holen könnte. Genau. Und wie gesagt, das ist eben auch einfach eine Konstellation, wo es zu Enttäuschungen und verletzten Gefühlen kommen kann, wenn man nicht aufpasst. Ne? Ja, dann am 10. wird der Merkur auch noch rückläufig. Bei euch im dritten Haus der Kommunikation, da könnten dann eventuell noch Missverständnisse dazukommen. Der wird ja insgesamt bis zum 3. Mai rückläufig und das ist ja dann eben auch eine Zeit, wo man aufpassen muss mit Neuanschaffungen, Verträgen. Das hat sich ja inzwischen rumgesprochen, bei euch besonders wichtig, weil es im dritten Haus ist. Und dann auch noch im zweiten, also sowohl das Verkaufshaus, wo man Verkaufsgespräche führt und sich was anschafft, als auch eben das Geldhaus ist davon betroffen. Da jetzt dann bitte auch sehr vorsichtig sein. So, dann haben wir den Vollmond. Und da könnte sich zeigen, wer da eine Agenda hat, euch auseinanderzubringen. Ja? Also da, das ist eben auch, da, und es geht auch natürlich hier wieder um ein Schlaglicht auf euer Wertethema bringt. Ihr könnt ja aber auch dann vielleicht feststellen, blüht ihr in der Gegenwart eures Partners auf oder macht er euch irgendwie klein? Ist der Partner gut für euren Selbstwert oder nicht? Da kann der Vollmond ein Licht drauf werfen und dann könnt ihr eben entscheiden, meint es der Freund vielleicht sogar gut mit uns und macht uns auf was aufmerksam, was wirklich im Argen liegt, oder sollen wir lieber mit dem Partner zusammenhalten? Also der Vollmond betont jedenfalls diesen Konflikt dann nochmal. Ja, 15. ist dann diese Spannung so ein bisschen ausgestanden und die Venus wird ja dann hier wieder direktläufig, aber wirklich genau im Quadrat zu Saturn und mit Chiron. Also wenn da eine Liebesangelegenheit zum Erliegen kommt und es nicht weitergeht, sich jemand nicht mehr bei euch meldet, dann verzweifelt nicht, sondern sagt, seid einfach geduldig. Es kann an allem Möglichen liegen und ihr müsst es nicht unbedingt auf euch beziehen, obwohl man natürlich hier, ist ja alles bei euch im Zeichen und im Haus, im ersten Haus, neigt man natürlich dann schon dazu, das auf sich zu beziehen. Ihr gehört bestimmt zu denjenigen, die sich dauernd fragen, was mache ich falsch, woran liegt's, kann ich dem Partner vielleicht nicht genug geben. Schaut nochmal in die kosmische Schwingung, da habe ich das genau beschrieben, wie man damit umgehen kann, dass man sich eben auch wirklich dann auseinandersetzen muss, dass die Bedürfnisse erfüllt werden oder wo man da einen Kompromiss eingehen muss. Und haltet einfach durch, denn dieser Aspekt, der geht ja auch wieder vorbei. Ne? Das ist gar nicht mehr so lange, der geht dann so am 20., 21. vorbei. Ja, positiv für euch ist, dass genau am 19.04., sogar schon am 19., um 23.27 Uhr die Sonne in den Stier geht. Und damit für euch hier ins dritte Haus, das ist sehr schön, weil in einem guten Aspekt dann zur Stiersonne, das stärkt euch und dann wird es wahrscheinlich auch bald wieder bergauf gehen. Merkur hingegen geht dann wieder zurück ins zweite Haus, ist aber rückläufig und nochmal deswegen die Warnung, Vorsicht vor Anschaffungen, besonders vor teuren Anschaffungen in der Zeit. Vielleicht lieber bis zum 3. Mai abwarten. Genau, so ab dem 21.
ist dann lässt dann hier diese Spannung ganz langsam wieder nach. Dafür geht aber dann der Mars in einen Spannungsaspekt zu eurer Sonne, nämlich in die Zwillinge. Und das bedeutet, weil er hier im vierten Haus für euch steht, Turbulenzen zu Hause. Ja, sei es, dass ihr lärmige Handwerker im Haus habt, ihr maßet ja oft die jungen Männer und Arbeiter, oder dass es vielleicht Auseinandersetzungen um eure Kinder gibt. Wenn ihr einen Sohn habt, könnte der vielleicht ein bisschen Probleme machen. Oder es kann eben auch darum gehen, ne, in Sachen Liebe, dass man vielleicht zu Hause einfach nicht den Raum hat, um sich seiner Liebe zu widmen. Also da ist mit Mars jetzt so einiges gebacken. Eventuell sind es auch Konflikte in Bezug auf die Familie, die dann rauskommen. Und der Mars wird dort bis zum 4. Juni dann bei euch im vierten Haus stehen. Also müsst ihr euch ein bisschen darauf einstellen, dass es dann in der Zeit etwas höher hergeht bei euch zu Hause. Und jetzt im April betrifft das vor allen Dingen die erste Dekade des Fischezeichens. Trotzdem haben wir auch am 22. Tag am 22. April wieder einen Top-Tag für euch, einfach weil der Mond da in den Fischen steht und hier den Neptun auslöst und euch wiederum eine ganz tolle Ausstrahlung verleiht. Also wer Lust hat, an dem Abend auszugehen, natürlich mit guten Leuten, sollte das auf jeden Fall tun. Dann haben wir den Neumond am 26.04., auch für euch natürlich wieder sehr wichtig, weil der wieder das nächste neue Thema für die nächsten 4 Wochen einläutet und für euch in Harmonie steht hier im Stier. Das ist ein Harmonieaspekt zur Fischesonne. Und da würde ich zum Beispiel vorschlagen, dass ihr vielleicht eure Geschwister oder auch nette Bekannte mal wieder kontaktiert. Das kann gut sein, um so einen Kontakt zu beleben. Es kann so gut sein für alle, die sich auch gut mit ihren Geschwistern verstehen. Denkt doch da mal drüber nach, dass ihr in diesem Monat euch da, also dann im Mai, euch da verstärkt drum kümmert. Zum Schluss, der 30.04. ist für euch auch nochmal ein Top-Tag, der Tanz in den Mai, weil der Mond im Krebs natürlich in Harmonie steht zur Fischesonne und schöne Aspekte dann macht hier. Dann auch zum Neptun, sehr romantisch und überhaupt zu eurem Zeichen. Also wenn ihr dann ausgeht und immer noch dann an dem Tag der Mondknoten im Partnerhaus steht, also ausgehen, tanzen, feiern mit Leuten oder auch die Chance, nochmal jemand Neues kennenzulernen, ist da besonders groß. Dann wünsche ich euch damit auch viel Spaß. Ja, meine Lieben, falls ihr eine Frage mal habt zu eurem Horoskop, könnt ihr mir zum Beispiel im Webinar auch eine Frage stellen. Ich mache ja regelmäßig Webinare. Gebe auch Seminare, ich unterrichte auch Astrologie. Näheres dazu findet ihr auf meiner Webseite mit allen aktuellen Terminen. Genau, kommen wir jetzt zur Verlosung. Auch in diesem Monat gibt es wieder was zu gewinnen. Diesmal einen schriftlichen Partnervergleich. Ich habe mal für ein Computerprogramm diese Texte entwickelt und die werden dann automatisch berechnet und dann bekommt ihr ein PDF für euch und euren Herzallerliebsten. Also wenn ihr da mitmachen wollt, dann müsst ihr auch diesmal wieder meinen Kanal abonniert haben und mir einen schönen Post hinterlassen. Also ich schaue mir das dann alles an und verlose eben unter denen, die mir was Nettes auf YouTube reingeschrieben haben, diesen Preis. Dann macht doch gerne mit. Natürlich könnt ihr auch eine persönliche Beratung bei mir buchen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner neuen Webseite und da könnt ihr diese Beratung auch gleich bestellen. Das ist jetzt alles ganz schick gemacht, so mit so einem Shop-System könnt ihr euch was aussuchen, bestellen und landet damit dann automatisch bei mir, aber natürlich könnt ihr mich auch auf dem Kundentelefon anrufen. Genau, und dann habe ich zum Schluss noch Tipps für euch, welche Videos ihr euch vielleicht noch anschauen könnt auf meinem Kanal. Und damit wünsche ich euch jetzt alles Gute mit den Sternen.